Und da bin ich auch schon wieder, euer Ben Hoshi, mit einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15. Und was macht der denn hier? Achso, okay. Ja, wir sind ja jetzt dabei, wie ich schon bei letzter Woche bei der Folge gesagt habe, beim Rasenmähen. Rasenmähen. Ja, mit dem Abfallhelfer, das ist mir jetzt im Moment lieber. Denn unser Gemüse, unsere Rüben und Raps und Weizen sind noch nicht gewachsen. Das wird auch noch eine ganze Weile dauern. Deswegen mähen wir hier einfach mal eine Runde. Juhu, und er mäht wie ein, weiß ich nicht was. Tja, das ist der Krone Big M500. Hahaha. Ja, der wendet jetzt erstmal eine Runde. Nee, wendet er nicht. Doch, er wendet eine Runde vor. Juhu, gibt ein schönes Bild. Genau, er wendet eine Runde vor. Und danach macht er den Rest. Dann kann ich nämlich das ganze Gras nämlich mal aufnehmen. Weil das muss ja mal sein. Weil ich mache das jetzt hier auch, damit ihr dann mal seht, ja, wie, naja, wie gut, sage ich mal, das auch mit dem Abfallhelfer hier funktioniert. Mit dem Cosplay. Meine, kennt man ja nur schon. Ich meine, LS17 steht vor der Tür und das ist nicht das erste Mal und so weiter und so weiter. Aber für die, die neu in der Sparte hier sind, damit sie es mal sehen. Weil ich habe nämlich auch... Oh, wo ist er? Da ist er immer noch nicht voll. Oh, Mann, ey. Mal wieder hier zurück. Nein, nehmen wir mal ihn hier. Ah, das Feld 35 muss ich mir auch noch mal kaufen. Da ist er. So, aber hier machen wir nämlich jetzt manuell das Aufsammeln. Damit wir hier oben ein bisschen was zu tun haben. Eigentlich wollte ich ja den Strautmann-Sammelwagen nehmen, weil der ja 12.000 mehr aufsammeln kann. Der hier hat ein Fassungsvermögen von 38.000, war das meiner Meinung nach. Der Bergmann, das Bergmann Shuttle oder der Bergmann Shuttle, und der Strautmann Teil hat ein Fassungsvermögen von 50.000 und das ist natürlich schon mal eine nette Hausnummer. Loskommen. Alles so schön grün hier. Wenn ich mir überlege, der Krone Big M500, ja, und ich fahre auf Arbeit so einen kleinen Ethesia 124D. Das ist traurig, wenn man sowas sieht. Aber gut, bald gibt's der Iseki. Wurde mir zumindest so gesagt oder versprochen.
kommen auch wieder große Turbinen mehr. Das ist auch schon mal was Feines. Da freue ich mich auch schon drauf. Aber bis nächstes Jahr ist die Zeit noch lang. Na komm, fahr rum. Sollen wir mal die Reste hier einsammeln, die noch rumliegen? Ja, das nervt mich so ein bisschen, dass der hier die Reste nicht immer so zu greifen kriegt. Warum auch immer. Ja, okay, weil die, ja, logisch, warum auch immer. Weil die Aufnahme das halt nicht schafft, da ranzukommen. Ist ja irgendwo logisch. Und wie ich auch schon mal gesagt habe, ich bin kein Freund von halben Sachen. Also nehmen wir alles Gras weg. Weil es wäre ja auch sonst Verschwendung. Oh Mann, ey, mich juckt's auf den Kopf. Ey, ist ja zum Kotzen. Aber nein, ich habe keine Läuse. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht am Headset, ich weiß es nicht. Weil jedes Mal, wenn ich das Headset aufhabe, wirklich... Deswegen, also ich, wie gesagt, ich bin ja immer noch guter Hoffnung, dass ich mir irgendwann dann doch endlich mal mein oder das richtige Mikrofon holen kann. Aber das wird noch eine Weile dauern. Liegt auch daran, dass ich, wie gesagt, einfach nicht das Geld habe. Wie gesagt, hier von YouTube springt absolut momentan noch nichts ab. Sollte mal einem was zu denken geben. Also, ich meine, ich mache das jetzt hier seit anderthalb Jahren. Ja, so ungefähr so gut anderthalb Jahre. Und ich habe noch kein bisschen Geld hier mit verdient. Aber es war mir irgendwo klar, weil, wie gesagt, die Klickzahlen, das ist einfach zu wenig. Ich mache aber auch keine Werbung oder irgendwas. Ich mache jetzt auch nicht so die interessantesten Let's Plays, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da sind Leute, die machen echt sehr viel Besseres. Hey, Robins, kommst du näher? Ah, Dashcam. Ah, So, ja, der ist fertig. Das ist schon mal gut. Das werden wir nämlich gleich mal in die Maschine verfüttern. Aber ist schon... ja, es sollte einem wirklich zu denken geben. Also ich meine, YouTube zahlt erst ab einem Betrag von 70 Euro erst aus. So, und ich habe bis jetzt noch... Das Gras wird hier nicht angenommen? Warum nicht? Natürlich. Das sage ich doch. So, und ich habe bis heute noch keinen Cent bekommen. Und ich bin seit anderthalb Jahren jetzt dabei. Hm.
Gut, die Ausgaben, die ich jetzt hier für alles hatte und mit für Cam und so weiter, also das ist wirklich schon enorm für die ganze Software, die ich mir geholt habe. Aber das ist halt nun mal mein Problem. Aber wie gesagt, deswegen mache ich es ja wirklich schon. Ich mache ja wirklich nur Spiele, die mir selber auch irgendwo doch Spaß machen oder Spaß gemacht haben. Oder noch Spaß machen, besser gesagt. Ja, und bin natürlich jetzt nicht so drauf, dass ich mir jetzt jedes Spiel hole, was absolut angesagt ist. Nur damit ich vielleicht ein paar Klicks von Zuschauern bekomme. Das ist ja nur, das ist nur Schwachsinn. So was mache ich nicht. Ich habe ja auch schon eine Zeit lang, hier Star Wars Battlefront zum Beispiel, habe ich auch eine Zeit lang mit dem Thordin gespielt. Das hat auch riesengroßen Spaß gemacht. Üks. Etwas, was wir da zusammen abgesammelt haben. Das, mit dem habe ich auch Minecraft gespielt. Das, aber die Folgen haben wir nie veröffentlicht. Weil es einfach, ja, irgendwie nicht dazu gekommen ist, weil wir haben für alles zu lange gebraucht. Da waren wir stundenlang nur im Untergrund, haben da Tunnel gebaut bis zum geht nicht mehr. Und also das ist, nee, das war halt nicht so. Alles ein bisschen sehr langweilig. Nicht abwechslungsreich genug. Ich habe so viele andere Sachen noch aufgenommen und probiert und gemacht und getan. Aber so ist es halt. Ja, aber wie gesagt, ich hoffe, die Grafik sagt euch hier irgendwie ein bisschen mehr zu, weil wie gesagt, ich nehme ja wieder in einer höheren Auflösung auf. Wie gesagt, ich weiß, es ist wieder mal langweilig, aber jetzt vielleicht. Tut die höhere Auflösung was zur besseren Unterhaltung dazu? Ja, aber wie gesagt, weil dieses ganze Gras einsammeln, das dauert nun mal Ewigkeiten. Das passt mir manchmal auch nicht, aber was soll ich machen? Naja, nee, aber ich habe mir heute mal bei Engelbert Strauß hole ich ja mal meine Arbeitsklamotten, weil ich hole mir die immer privat, weil von der Firma aus die Dinger, die sind ja nicht schön, sagen wir es mal so. Und jetzt habe ich erstmal gesehen, die Sachen, die ich haben will, ist ja dieses ES Motion 2020. Ey. Lieferbar ab Kalenderwoche 47, das ist im Oktober. Oktober, November. So, irgendwie sowas war das. So. Wahnsinn. Aber was soll's. Gut, das ist es aber dann für heute schon wieder gewesen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ja, wenn ihr mögt, lasst mir ein Däumchen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, abonniert meinen YouTube-Kanal und schaut auch mal meine anderen Let's Play rein. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und ja, wir sehen uns dann nächste Woche wieder.
Bis dann, euer Ben Hoshi. Tschüss.